Der Typ macht einfach alleine. Ein ganz besonderer Tag heute. Das ist die letzte Einheit, die ich bei mir im Gym gebe. Und auch die letzte Einheit, die ich mache. Wir machen diesmal eine Open Mat. Und morgen geht's schon los. Alles schon gepackt, alles steht schon in Folie, alles in Kartons. Dann fahren wir nach Frankfurt und leben da einfach. Deswegen machen wir ja so ein Block, das Spannung alles. Und ich habe eine Kleinigkeit für dich. Hallo. Ja. Der Lade mit aufgebaut, hat vieles dazu beigetragen zum Kampfsport. Ich habe es nicht geholt. Die richtige, also machen wir so, wir trinken es einfach nach. Jeder, der tappt, der muss einen Schluck nehmen. Du musst einen Schluck trinken. Wir machen aber 2,5 Minuten bis zur Submission. Boah. Hä? Sie wissen nicht, was sie machen sollen. Ich sehe. Jetzt? Was? Was soll ich mit dem machen? Sebastian! Jetzt? Ist doch geil. Auch gegen so eine andere, gell? Kamehameha! Jetzt kommt Genki Dama. Joey! Mach eine gute Pause danach. Mit Frey, dann kann ich Werbung für Wanda machen. Warum Wanda? Damit kriegst du deine Schuhe sauber. Deine geilen Sneakers werden wieder geil. Lass dich nicht stören, ich rede, okay? Ja. Ich mach hier jetzt Werbespot. Also. Also, wenn ihr saubere Sneaker haben wollt, dann holt ihr euch mit Code Holodenko ein Paket bei Wanda. Okay? Und ich empfehle euch als Haarrimmel. So, und diese blauen Bälle, ich zeig's euch. Ihr macht einfach in eure Sporttasche rein und dann riecht die Tasche richtig geil. Wir haben hier ein Embryo. So war der bei Mama. Alle liegen schon. Du bist so aktiv von dir. Ich will an der Stelle einfach hier vor allen und gerade für den Anlass, dass es das letzte Training ist, extremes Danke sagen für die letzten Jahre. Deswegen bin ich da extrem dankbar für all die Jahre und sehe einen riesen fetten Applaus für dich. Ich finde schade, dass ich hier bin. Ja, fertig.
Geh dann hinten nochmal gerade. Deswegen kann ich reden. Was laufen Sie hier? Ich hab was im Auge. Ah, zeig mal. Da ist so ein Haar reingegangen. Drehen Sie mal. So ein Haar. Deswegen kannst du keine schöne Rede halten. Einfach nur danke. Reicht. Der Typ macht einfach alleine. Der Schrank kommt ja nicht mit, was? Boah, wie Bock hast du noch? Bitte? Wie Bock hast du noch? Riesen Bock. Weißt du warum? Warum? Jetzt nach Frankfurt. Und dann wird es in diesem Jahr hier. Weißt du, was das Schlimmste ist? Was? Aufbauen muss man sowieso oder so. Also lieber dort als hier. Oder? Boah, was ist das Frühstück? Das ist das Problem, warum wir in Deutschland eine Rezension haben, gell? Ja. Einer schafft drei Sachen. Auch hier, Mann. Günstig abzugeben. Das Fahrrad kann ich mitnehmen, hier das alte. Nein, lass das Fahrrad, ich stell's rein. Das ist nicht, ja, das ist nicht meins. Oh, was ist das, deine Felgen oder klaust du die? Was? Ist das deine Felgen oder klaust du die? Nachbar. Guck sie. Ja, aber okay, dann willst du nicht schon losfahren. Ja. Sinn, oder? Ah, ja. Wir warten nur auf deinen Fahrrad, ob Schlüssel finden die Aline. Scheiß auf das Fahrrad. Dann machst du Tschüss. Goodbye. Willst du Motorrad fahren? Goodbye. Dann fahre ich bei LKW mit. Nee, ich fahre kein Motorrad. Kannst nicht, gell? Doch, ich kann. Ja, dann fahr doch. Goodbye, Bruchsal. Goodbye, Bruchsal. Wowa. Welcome to Frankfurt. Welcome. Wir sind in Frankfurt angekommen. Jetzt gibt es Training mit stabilen Leuten. Ich freue mich schon, mit krassen Jungs zu trainieren und die beste Vorbereitung gefühlt meines Lebens zu bekommen. Einfach geil. 8 Wochen MMA Spirit und dann 24 Minuten sind Delhi.